Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Beyond the Steel Sky begrüßen zu dürfen. Nach langem Hin und Her, also wir haben da echt ein bisschen gebraucht gehabt. Naja, ich habe ein bisschen gebraucht gehabt. Ja, habt das wahrscheinlich schon viel früher gewusst, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt dieses Gedicht. Gewiss, Bürger Graham. Das steht auf unserer Ambitionsbrosche. Bin ja mal gespannt, wie das dann werden wird, wenn er sein Gedicht aufsagt. Und er hat sein Gedicht ja nicht mehr auf dem Tablett. Hehe. Das haben wir ja auch gut versteckt. Wenn er es nicht auswendig kann, dann muss er improvisieren. Hehe. Mann, bin ich fies. So, dann reden wir nochmal mit ihm. Oder müssen wir dir die Brosche geben? Ah, geht gar nicht. Hast du kurz noch reden. Zeit? Verzeihung, falls mein schwatzhaftes Grübeln gestört hat. Hallo. Guten Tag, Master Grundy. Inspiration. Ich habe dir etwas Inspiration besorgt. Bravo, Sir. Und wo war sie? Immer am letzten Ort, an dem man sucht. Möchten Sie mir vielleicht... Unbedingt. Bitte sehr. Oh, Sir. Was für eine Ansammlung von Worten. Das wird die Menschen an ihre Sitzgelegenheiten fesseln und ihnen den Atem rauben. Master Reginald wird einen Rausch der Gefühle erleben, wenn ich es vortrage. Ja, das wird er. Ganz bestimmt. Das wird er. Ich möchte gar nicht wissen, welche Gefühle. Danke, Sir. Na, dürfte ich Ihnen ein Zeichen meiner Dankbarkeit überreichen? Wenn du damit ein Ticket für die Gala meinst, dann ja. In der Tat. Danke, Tarquin. Und alles Gute für deinen Auftritt. Sir, ich danke Ihnen. Das wird ein unvergesslicher Abend. Ja, oh, das wird er. Es gibt ein kleines Problem, Sir. Welches denn? Ich glaube, Ihre Kleidung ist etwas unpassend für die heutige Soiree. Vielleicht kann ich etwas für Sie auftreiben. Das wäre zu freundlich. Okay. Ah, da ist es. Guckt mal. Da haben wir die klassische Kleidung. Die ist echt da. Ich muss sie mal tragen. Ich muss sie jetzt einfach anziehen. Hoho. Schön, dich wieder zu haben, Rob. Das ist die Kleidung aus Teil Nummer 1. Wobei mir die neue Kleidung tatsächlich ein bisschen besser gefällt. Ich habe mir mehr davon versprochen Foster, gehabt. Weißt du noch, wie du damals im Gap dieses Ding gebaut hast? Zusammengebundene Blechdosen, die im Wind klapperten? Du sagtest, das sei Kunst. Das ist besser. So, aber wir brauchen definitiv die Partykleidung. Ach, Karamba. Echt oh. Schick, Rob. Nee. Definitiv nicht. Oh Mann. Also ich muss sagen, unsere Wüstenkleidung gefällt mir tatsächlich besser als diese klassische Kleidung. Die klassische Kleidung sah ziemlich geil aus im ersten Teil, aber unverpixelt wirkt tatsächlich die Wüstenkleidung besser. So, gibt's was Neues von Minos? Nein, und wir sind weiterhin nur auf C+. Okay. Ich glaube, dann sind wir wohl soweit. Oh Mann, ist das peinlich, diese Kleidung. In der wollte ich mich nicht erwischen lassen. Aber sowas von überhaupt nicht. Ach du Schande. Oh, ist es schon soweit? Das müsste jetzt dunkler sein. Hast du kurz Zeit? Was wünschen der Herr? Hallo. Guten Tag, Master Grundy. Bis dann. Nicht wirklich. Tschüss. Kann ich eigentlich jetzt... Entschuldigung, Sir. Kann ich jetzt dir irgendwie was zeigen hier? Das Bild? Weißt du, was das ist? Sieht wie eine Art laufendes Transportmittel aus. Sie entführen Kinder. Bitte geben Sie Bescheid, wenn Sie zu Druiden übergehen. Mach mal. Sonst noch irgendetwas? Ah, nee. Okay. Ah, Songbird? Du hast dich umgezogen. Zu welchem Anlass? Ich gehe zur Party. Warum? Die vermissten Kinder.
Ich glaube, die Verantwortlichen sind auf der Ambitionsskala. Grahams Spuren haben das ergeben. Ach ja? Gut für Graham. Er ist tot, weil er diese Kinder retten wollte. Rette du sie. Alle. Hörst du? Mach. Ich glaube dir. Und jetzt los. Es war noch echt gut, dass wir in der letzten oder vorletzten Folge war's, dass wir ihr das Bild noch gezeigt haben. Dass mir das noch aufgefallen ist, dass wir das noch gar nicht gemacht haben. Dass wir die Bilder noch gar nicht rumgezeigt haben an die Leute. Das muss ich echt mal ein bisschen mehr achten. Die Ambitionsskala. Ist sie nicht wundervoll? Allerdings. Ich habe so hart für das hier gearbeitet. Mach es mir nicht kaputt. Wir benehmen uns tadellos. Hehe. Während ich die Opulenz des Ambitionsgala-Spektakels betrachtete, fiel mir eine Bewegung auf einem der Gehsteige auf. Das mussten die Leute sein, die ich suchte. Die, die mich zur Milo führen würden. Ich musste irgendwie auf diesen Gehsteig kommen und herausfinden, wo sie hin wollten. Ah, und das könnten... Meine menschlichen Instinkte. Keine Zeit für Snacks. Och, Menno. Snacks müssen immer sein. Das sah ziemlich lecker aus, aber ich war hier, um Antworten zu finden. Keine Snacks. Die sind so klein, da könntest du ruhig ein bisschen mitnehmen. Da könntest du ruhig noch ein bisschen was mitnehmen. Rummel, Mods. Hey, Songbird, pass mal auf. Die kennen wir doch. Das ist das Mädchen da, wo sich vom Haus stürzen wollte. Guten Abend. Ich habe ein Ticket für die Ambitionsskala. Schön, dass Sie da sind. Dies ist allerdings der VIP-Bereich. Natürlich. Also, ich bin, eine Freundin des Hofdichters Reginald Arthur Schnipple. Reggie und ich sind ganz alte Freunde. Das glaube ich gern. Und Ihr Name ist? Madame Grande. Oh, Ich habe hier gar keine Madame Grande. Nicht intervenieren. Oh, Grundy. Songbird Grundy. Songbird Grundy. Da steht es ja. Viel Spaß auf der Party, Madame Grundy. Oh, den werde ich haben, Schätzchen. Raquel, genau. Es war Raquel. Vom Apartment. Hey Raquel, schön dich zu sehen. Sir, und Sie sind... Graham Grundy, weißt du noch? Kennen wir uns, Sir? Es war seltsam. Sie erkannte mich wirklich nicht. Huh. Ja, bei den Apartments. Du bist fast abgestürzt. Nein, daran würde ich mich definitiv erinnern. Meinen Sie nicht? Also, ich sehe, Sie haben ein Ticket, aber... Aber? Das ist ein allgemeines Ticket, kein VIP-Ticket. Ich fürchte, Sie haben keinen Zugang zu diesem Bereich. Tut mir leid. Viel Spaß beim Rest der Gala. Ich musste nicht in den VIP-Bereich. Ich war wegen des Geheimtreffens hier. Es sei denn, da oben kommt weißt man da hoch. Was, aber... Mit dem Mädchen stimmt was nicht. Ach nee, wirklich. Joey? Das ist mein Name. Nutze ihn nicht ab. Ja, Raquel, also die scheinen sie da in diesen Wellness-Dings tatsächlich einer Gehirnwäsche unterzogen zu haben, dass es sich nicht mehr daran erinnert, was da passiert ist. Raquel verhält sich komisch. Inwiefern? Ich fand, sie war ziemlich höflich. Das ist ja das Seltsame daran. Ich werde Menschen nie verstehen. Wir sind da, wo wir der Nachricht nach sein sollten. Auf der Ambitionsskala. Was jetzt?
Dem Tonfall der Nachricht nach glaube ich nicht, dass Graham kommen sollte, um die Canapés zu probieren. Ich auch nicht. Wir müssen diesen Leuten folgen. Sie müssen Grahams Kontaktpersonen sein. Wie findest du diese Party? Klar, nicht genug Explosionen. Seit wann gibt's auf Partys Explosionen? Oh, ich vergaß. Wir bewegen uns jetzt in anderen Kreisen. Ich fühle mich so fehl am Platz hier. Zu Recht. Hier hat wohl kaum jemand die Ambition, mehr Foster zu sein. Ich andererseits. Ja, ist in Ordnung. Ein VIP-Bereich? Ist diese ganze Party nicht schon exklusiv genug? Hey, ist das nicht deine Frau? Hey, Songred! Los, zurück an die Arbeit. Hat mich wohl nicht gesehen. Nein, die wollte ich nicht sehen. Was glaubst du, wer diese Leute waren? Was? Du meinst die zwei Affen, die das Gebäude raufgeklettert sind? Keine Ahnung. Aber wenn du hier bist, um was Dubioses aufzuklären, sind die wohl das beste Beispiel für dubios. Da ist was dran. Wenn wir nicht schnell machen, verlieren wir die Spur der zwei, die das Gebäude raufgeklettert sind. Ja. Wie kommen wir darauf? Naja, du kannst fliegen. Anders gefragt, wie kommst du darauf? Das ist das Problem. Mal überlegen. Die Frage ist, ob wir in den VIP-Bereich müssen. Oh, du meinst an die Arbeit. Wir können was auch machen mit dem VIP-Tor. Das war hier VIP. Burger erkennen. Werbung für Burgerladen VIP. Das ist nur die Holo-Werbung, oder? Das ist nur die Holo-Werbung. Ich wollte aber das VIP-Tor. Ah, aber guck mal, da ist ein Dings dran. Da können wir eh nichts machen. So, haben wir hier noch irgendwo irgendetwas? Tut mir sehr leid, Mentor Alonso. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das reicht nicht, Astrid. Überhaupt nicht. Immerhin ist das hier die Ambitionsskala. Ja, Sir, natürlich. Und Sie glauben, jemand hat den Feuerwerksprojektor manipuliert? Ich bin nicht ganz sicher, aber bei der Probe hat er einwandfrei funktioniert. Egal. Ich gehe davon aus, dass das Problem jetzt gelöst ist und dass Sie die Sache von jetzt an im Auge behalten. Oh, ja, Sir. Und Sie lassen Ihre Station nicht mehr unbeaufsichtigt? Auf keinen Fall. Verlassen Sie sich drauf. Also, zurück ans Werk, Mr. Grundy, welch angenehme Überraschung. Natürlich birgt der Ambitionstag immer Überraschungen. Kommt nur darauf an, wen man kennt, oder? In der Tat. Ich würde zu gern mehr darüber erfahren, wen genau Sie kennen. Erzähl mal was über Alonso, über dich selber. Was machen Sie denn hier, Alonso? Ich überwache das Wohlergehen aller Anwesenden. Wie Beamtin Orana? Beamtin Orana war für die Vorbereitung zuständig. Ich sorge dafür, dass die Veranstaltung selbst glatt läuft. Klingt anstrengend. Ist es nicht. In Union City läuft nie etwas schief. Klar. Wie läuft's so, Alonso? Alles bestens. Wie erwartet. Und so soll es auch bleiben, ja? Ja, klar. Kommt Beamtin Orana heute? Warum fragen Sie? Gibt es ein Wohlergehensproblem? Er liebt sie. Ach, Chowie. Nein, ich hatte nur erwartet, dass sie kommt. Nun, tatsächlich war sie eben noch hier. Sie haben sie wohl verpasst. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Sie ist so ein fleißiges Bienchen. Ich habe ehrlich gesagt sogar ein bisschen Angst, dass sie der auch eine Gehirnwäsche verpasst haben, weil sie uns geholfen hat und alles. Genießen Sie die Party? Die Ambitionsskala bringt mich immer zum Lächeln. Ich sehe Reginalds poetischer Darbietung voller Vorfreude entgegen. Seine Vorträge waren stets so amüsant. Das könnte diesmal wirklich amüsant werden. Das Mädchen, das heute Morgen bei meinem Apartmentgebäude war, verhält sich etwas seltsam. Inwiefern? Sie hat wohl völlig vergessen, dass wir uns kennen. Wirkt sie krank? Verstört? Das nicht, aber... Dann verstehe ich das Problem nicht, Mr. Grundy. Alles wirkt auf mich völlig in Ordnung. Gut.
Ah, wer weiß, ob du was damit zu tun hast. Ist Ihnen vielleicht etwas Ungewöhnliches hier aufgefallen? Inwiefern ungewöhnlich? Ach, schon gut. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Nicht doch, Mr. Grundy. Doch, ich muss Sie warnen. Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerkt haben, müssen Sie es sofort der zuständigen Behörde melden. Machen wir Verstanden, natürlich. Mentor Alonso. Zum Machen Befehl. Wir. Tschüss. Viel Spaß bei der Gala. Foster, ein guter Rat. Vertraue nie jemandem mit dicken Augenbrauen. Machen wir, machen wir. So, jetzt schauen wir erstmal ganz kurz hier runter. Ich denke mit den Feuerwerkskörper. Und der Technikerin, die wir ja schon kennen, das war ja die mit den Kopfhörern. Da werden wir auf jeden Fall was machen müssen. Vielleicht auch mit diesem Aufzug, um hochzufahren. Das wäre vielleicht die Möglichkeit, um da hochzukommen. Ich würde sie aber ungern in Schwierigkeiten reinreiten, aber na, müssen wir mal schauen. Die mysteriöse Gestalt war irgendwie nach oben gelangt. Wenn ich an der Technikerin vorbeikam und mich umsah, konnte ich ihr ganz sicher folgen. Hm. Kann man die Sprechanlage benutzen? Hallo? Ist alles okay da unten? Komm schnell! Das Feuerwerk spinnt! Von hier oben sieht es einwandfrei aus. Wie funktioniert der Aufzug? Wie ein Aufzug. Aber nur für Mitarbeiter, nicht für Partygäste. Ich muss rauf in den Kontrollraum. Nein, nur offizielle Mitarbeiter. Es ist ein Notfall. Hier gibt es nicht mal eine Toilette. Darf ich den Kontrollraum sehen? Canapés gibt es unten. Kannst du den Aufzug runterschicken? Nicht, bis ich auch runterfahren will. Und ich muss alles hier oben im Auge behalten. Ja. Schon klar. Das ist alles. Dann tschüss. Wir müssen also das Feuerwerk manipulieren. Vielleicht hier? Das war ein Handscanner. Das ist das Sprinklersystem. Was passiert denn, wenn wir das Sprinklersystem jetzt hier anmachen? Hehehe. Ja, passiert irgendwie nicht wirklich was. Feuerwerk. Ich denke, wir müssen hier tatsächlich am Feuerwerk ein bisschen was rumdrehen. Aber wo? Ich sage immer, beurteile eine Gesellschaft nach ihren Feuerwerkspartys. Ich weiß nicht warum. Es will nur Smalltalk. Ah, ja, Feuerwerk. Wenn die Technikerin das Feuerwerk überwachte, konnte ich es vielleicht nutzen, um sie wegzulocken. Es ist das Problem, wo können wir das Feuerwerk manipulieren? Ich sage immer, beurteile eine Gesellschaft nach ihren Feuerwerkspartys. Ich weiß nicht warum. Es soll nur Smalltalk. Da gibt es jedenfalls nur die Häppchen. Menschliche Instinkte. Keine Zeit für Snacks. Feuerwerkskörper. Im Moment sehe ich hier... Ah. Das ist nur das Sprinklersystem. Holo-Werbung. Wo kann man dieses Feuerwerk manipulieren, um so runterzulocken? Das ist nur der Automat. Ah. Ah, hier ist es. Da ist es ja. Ah, schönes Feuerwerk. Es war eine Art Projektor für das Feuerwerk. Wenn der Projektor zufällig kaputt gehen sollte, würde die Technikerin sich pfeilschnell auf ihn stürzen. Genau. Können wir damals manipulieren mit? Projektionsroboter Feuerwerk. Wir könnten den Ambitionstag reinmachen.
Ich will ihn nicht komplett kaputt machen. Oder kann man ihn mit dem Brecheisen... Ich hatte gelernt, mein Brecheisen nie auf Partys zu zücken. Na gut. Eine Dose Sprengels. Ich vermutete, dass die Projektoren wasserfest waren. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war's. Dann müssen wir das vielleicht mit dem Dings machen. Mit unserem Scanner, dass wir das scannen und dann verändern. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Und dann kommt sie runter und wir können hoch in den Kontrollraum und dann sind wir endlich oben angelangt, um diese verdächtigen Personen da, zu folgen. Bis dahin, macht's mal gut und tschüss.